So, hauen wir hier nochmal alles raus. Bringen ihm das Ding bei. Aber ich warte, bis ich Eternalis Fuel habe. Denn das ist eigentlich das, was ich brauche. Obwohl, nee, für den kleinen Star brauche ich, glaube ich, Mobius Fuel. Dann könnte ich mir das jetzt eigentlich gleich schon mal machen. Und das ist dann eine schöne Art, habe ich glaube ich schon mal erzählt, um zwischen Fuel und Materie hin und her zu tauschen. Und auch, ja, die EMC wird dann im kleinen Star selber gespeichert. Und das ist dann eigentlich total praktisch und so. Ich gucke jetzt nochmal, Kleinster brauche ich dann Mobius Fuel. Kleinster 1, Mobius Fuel. Für einen Kleinster 2 brauche ich 4 Kleinster 1. Für einen Kleinster 3 brauche ich 4 Zweier. Und für einen Vierer brauche ich 4 Dreier. Ich glaube, die speichern einfach nur mehr EMC. Mehr ist das nicht. So, aber dann kann ich das mal hier rein tun. Ich brauche nämlich 8 von diesem Mobius Fuel. Und das ist hier gerade ein guter Weg, daran zu kommen. Ich mache mal 9. Obwohl, ich habe 9. Gut, dann mach noch mal Bone Meal draus. Wie viel ist denn da drin? Naja. Und. Was wollte ich jetzt mit den Kleinstern machen? Genau. Diamant. 8 Mobius Fuel. Kleinster ein. Dann ein Mobius Fuel wieder hier rein, damit da irgendwann Eternals Fuel draus wird. Und jetzt kann ich hier ein paar Diamanten reinwerfen. Hab hier 32.000 EMC. Wenn ich das jetzt in den kleinen Star tue, kann ich mir erstmal hier, ist der kleinen Star jetzt beigebracht, kann ich mir da rausholen. Und zweitens, wenn ich das jetzt rausnehme, ist hier 0 EMC drin. Die EMC ist komplett in diesem kleinen Star gespeichert. Wobei mir da gerade einfällt, ich könnte ja glatt mal. Ach du Scheiße, ist der teuer. Was soll's? Ich mache mir da mal einen kleinen Star 2 draus. 1, 2. So, dann mache ich mir aus dem Rest nochmal Diamanten wieder. Habe jetzt viermal den kleinen Star ein. Mach mir daraus den kleinen Star 2. Einfach nur, weil ich es gerade so dicke habe. Hat mich ordentlich Diamanten gekostet. Aber ich bin mal gespannt, wie viel EMC der speichern kann. Scheinbar 200.000 EMC. Und der kleinste ein, der kann 50.000 EMC speichern. Gut. Jetzt haben wir eine mobile EMC-Produktion oder EMC-Speicherstelle. Und wenn ich jetzt hier nochmal den Kleinster rein tue, habe ich so viel Ma sowohl Materie als auch Fuel. Mit diesem Kleinster kann ich mir beides holen. Das ist halt der eindeutige Vorteil von dem Ding. Leck. Gut, jetzt muss ich aber auch mal gucken. Das hier ist gerade die Vorbereitung zu dem Zentrifugalextraktor, den wir irgendwann abgeben müssen. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, reichen hier jetzt die 8 Steine, da nochmal rüber zu kommen. Hopp, leck. Nicht leck, aber wäre beinahe runtergefallen. Und wenn es geleckt hätte, dann wäre ich auch runtergefallen.
einer zu wenig. Egal, hau ich da ein Holz rein. Und ich kann mal was machen, was ich in meinen anderen Läufen offcam auch sonst immer gemacht habe. Frage ich mich, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Das Zeug rein, das Zeug raus. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haue ich mir nämlich auf diesen komischen Weg hier. Ach nee, die Sonne geht gerade auf, nicht unter. Haue ich mir hier auf diesen Weg nämlich einfach so eine Tür. Und dann kommen da auch keine Gegner durch. Schlau. So, den Bilder hatte ich jetzt schon Inksack gekriegt? Ich glaube nicht, oder? Hatte ich den zusammen mit dem Lehm gehabt? Wenn, dann müsste er ja hier irgendwie drin sein. Hier ist aber nix. Ja, und jetzt hier über den Table das Ganze rauszusuchen, das wäre auch eine Tortur, nee. Ich bin aber gerade echt am Überlegen, was ich da gekriegt habe. Nachgucken kann ich das hier jetzt nachträglich nicht mehr. Dann kann ich den Bilder wohl erstmal nicht machen. Für die Ender Chest bräuchte ich eine Blaze Rod. Zentrifugalextraktor ist im Bau. Biofuel, genau. Damit kann ich weitermachen. Nebenbei. So, dann hier nochmal eine Fackel, damit hier nichts spawnt. Zack. Und zwar brauche ich dafür einen Fermenter. Das ist alles Bronze. Also sind wir mal nicht geizig, holen wir uns mal ein Stack Bronze. Gehen wir hier in den Materie-Modus. Stack Bronze. Dann brauche ich noch einiges an Holz. Wo ist mein Kleinster? Da. Gehen wir hier in Materie-Modus. Holz. Holzstämme. Da. So. Ist es zwar viel zu viel. Aber wir werden sowieso später noch. Oder werden wir? Weiß ich gerade nicht. Wenn nicht, ist egal. So viel kosten die Holzzahnräder ja nicht. Und Cobblestone-Zahnräder kosten auch nicht viel und ich brauche Cobblestone. So, ich wollte doch auch schon vor 10 Minuten oder vor einer Viertelstunde aufgehört haben und jetzt mache ich ja schon wieder weiter. Gott! Steinzahnräder wollte ich mir machen. So, daraus werden jetzt erstmal 4 Bronzezahnräder. Dann brauche ich sowieso 2 Sturdy Machines. Und was war das dann noch? Ach so. Glas. Habe ich nicht. Ich brauche Glas. 1, 2, 3, 4. Na. Ach ja, das waren die Dinge. Dann die Sturdy Machine in der Mitte und die
Zahnräder, da, in die vier Ecken. Habe ich einen Fermenter. Dann brauche ich aber auch noch eine Pumpe aus Buildcraft. Dafür brauche ich noch ein Eisenzahnrad und das heißt, ich brauche Eisen. Ach halt, da ist doch Eisen. 10 noch. Einmal ein Eisenzahnrad. Zack, 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 zack. Denke ich doch mal. Dann so, so, so und so. Genau, ein Mining Well. Dann brauche ich noch mal Glas. Da. 8. Daraus wird jetzt ein Tank. Mit dem Tank machen wir den Mining Well zur Pumpe. Upgrade. Dann brauche ich noch mal 2 Wassereimer. Eins, zwei. Muss mir dann irgendwo da draußen eine kleine Plattform bauen. Ich hab grad das. Nee, Holz sieht scheiße aus, wenn ich da jetzt Holz draus mache. Oder Holz an sich sieht nicht scheiße aus, aber wenn ich das jetzt aus Holz baue, sieht scheiße aus. Also hauen wir Holz rein, holen Stone raus. So viel Stone brauche ich da doch gar nicht. Das rein. Das rein. Und das in den kleinen Starladen. So. Ich brauche eigentlich nur eine ganz, ganz, ganz kleine Ecke. Mal gucken, wie viel ich da jetzt mache. Das sollte eigentlich sogar schon ausreichen. Und zwar in die Ecke meine unendliche Wasserquelle. Das reicht noch nicht, wir werden es aus. Ich gehe nochmal 2 Felder weiter in die Richtung. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Da gehen wir noch ein Feld weiter, egal. So, da jetzt meine unendliche Wasserquelle rein. Yay! Wir haben eine unendliche Wasserquelle, wir sind toll. Dann muss da drauf eine Pumpe. Pumpe. Da dran kommt der Fermenter. So, jetzt muss ich mal gucken. 2 Redstone Engines sollten es eigentlich tun. So, das heißt, ich brauche 4 Holzzahnräder. Brauche Pistons. Gut, dass ich die dem Ding mal beigebracht habe. 2 Stück. 3, 4 brauche ich insgesamt, weil ich noch... Ich brauche noch ein Pisten mehr. 5. Werdet ihr dann gleich sehen. Erstmal brauche ich Glas. Glas. So, ein Glas, 2 davon, 2 Pistons und jetzt habe ich nicht genug Holz
Also nochmal Holz machen. Und das Ganze dann so, so und so. Habe ich einen Cobblestone? Habe ich natürlich nicht. Es ist mache ich mir drei Schalter. Würde ich mir zumindest machen, wenn ich drei Sticks hätte. So, drei Sticks, drei Cobblestone, drei Schalter. Und mein Inventar ist wieder zugekleistert wie Müll. Ich muss hier mal das wegschmeißen, das wegschmeißen. Das Holz erstmal wieder weg. Das weg. Das weg. Das weg. Die brauche ich. Erstmal hier alles Mögliche zur Seite. Dann kann da das rein. Das rein. Das Nikolaid. Ach so, habe ich ihm noch gar kein Nikolaid beigebracht? Das war riskant. Wenn ich das jetzt verloren hätte, dann hätte ich die Map definitiv nicht mehr beenden können. Irgendwas würde ich doch hier noch, egal. So, die beiden Engines, die können jetzt nämlich schon mal sich aufheizen und da drüben ist schon wieder was gespawnt. Zum Glück kein Creeper. Aber warum ist hier was gespawnt? Und warum ist meine Spitzhacke kaputt gegangen? Setzen wir hier nochmal eine Fackel hin. Setzen wir hier mal eine hin. Und hier mal eine. Ist echt von hier gekommen? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Wie mache ich das jetzt am intelligentesten? Habe ich irgendwelche Blöcke? Auf Glas kann ich nichts setzen. Und meine Spitzhacke habe ich jetzt nicht mehr, um den einen Cobblestone da abzubauen, der sowieso überfällig ist. Man hat einfach ein viel zu kleines Inventar. Was ist denn da? Da ist schon wieder ordentlich was zusammengesammelt. So, da jetzt den Block hin, da drauf den Schalter, den ich gerade da hab. Schalter. Dann kommt da. Oh. Fail. Gut, jetzt brauche ich sowieso eine Spitzhacke. Aber da kann ich mir mal eben die Dark Matter Pickaxe nehmen. Wo habe ich die denn da? Mhm. Dann. Ach ne, ich habe gerade keinen Diamanten mehr. Sonst hätte ich gesagt, soll der mir Diamanten machen. So, den abbauen. Der soll dahin. Die andere dahin. Und der Schalter dementsprechend dahin. Der Fermenter, den. Ne, da drüben habe ich den hingesetzt. So. Dann. Hopp. Das ist übrigens gefährlich, dass ich da immer drüber laufe. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, aber es gibt einen Bug, dass man da durch den Boden fällt, wenn da so Red Power Leitung oder Red Power Schaltung auf dem Boden sind und man
über sich direkt die Decke hat und keine Luft hat, dann kann man sich durch den Boden buggen. Ist mir schon mal passiert und da habe ich eine ganze Menge Diamanten verloren. Ich habe 11 Stück oder so. So, jetzt muss ich mir aber erstmal eine Steam Engine herstellen.